Du bist gekündigt. Ja, komm, Bruder. Das war kein Witz. Ich geh mit mir, wohin ich muss, um wieder bei mir anzukommen. Sei es am Strand voll Sonnenschein. Vielleicht wartest du besser hier. Morgen, Malte. Morgen. Am besten vormittags. Ich ruf sie gleich zurück. Einen Moment kurz. Wo kommst du her? Muss ich eine Liste schreiben, oder? Na ja, du hast dich wieder krank gemeldet. Ja. Na, dann bräuchte ich jetzt einen Attest von dir. Warum? Ja, du krank bist die ganze Zeit. Ja. Angeblich. Dürfte aber schwierig werden, eins zu bekommen, ich weiß. Hey, du kannst mir doch vertrauen, mir geht's nicht gut. Malte, dein Vertrauen hast du dir wirklich schon lange verspielt. Mit der ganzen Sache. Ich habe dich mit Indira erwischt beim Saufen. Ja, dann ging es mir vormittags auch schlecht und danach habe ich dann halt mir, also... Ja, dann ging es wieder ein bisschen Medizin und so, ne? Pass auf, Malte, ich mache das nicht gerne, aber ich erinnere dich an deine Bewährungsauflagen. Wenn du keinen Job hast, sieht das alles ein bisschen schwarz aus, glaube ich. Oder? Einen Attest hätte ich gerne oder du tauchst bei Möllers auf. Heute. Total gesund. Kriegen wir hin? Ein karierter Erpresser. Dann nennen wir das. Klasse. Attest, was will der von mir? Wo es ihm nicht gut ging, da hat auch keiner von ihm einen Attest verlangt. Verstehst du, was ich meine? Todes, ich konnte Bruno noch nie leiden. Fuck mich übertrieben ab und dann spielt er seinen Chef so raus. Ich meine, wir sind ein Team, wir sind eine Einheit, wir gehören zusammen. Das ist nicht. Ich kann kotzen so. Alles geht mir nur noch auf den Sack. In der WG geht mir alles auf den Sack, Möllers geht mir auf den Sack. Am liebsten würde ich gar nicht mehr da sein wollen. Ja, du kannst ja erstmal die Zeit jetzt auch bei mir bleiben. Außerdem, davon habe ich ja auch was. Ist auch keine Lösung auf Dauer. Funktioniert nicht. Also. Ja, dann lass doch weg. Lass doch irgendwo hin. Lass doch erstmal raus aus Berlin. Vielleicht irgendwie ein Wochenende, keine Ahnung, auf Usedom verbringen oder so. Aber eigentlich, ganz ehrlich, hier ist alles scheiße. Was wollen wir denn hier? Dann lass doch nach Thailand. Da warst du doch schon mal. Hm? Das wäre doch mega. Wir beide in Thailand, schöner Neuanfang. Ja, schön. Am Strand. Davon träume ich jede Nacht. Ja, dann lass das doch machen. Es geht nicht. Wir haben Bewährungsauflagen. Dann ist nicht Thailand, sondern ist Schuss. Lass die Seife bloß nicht fallen, Alter. Außerdem könnte ich Joe nicht alleine lassen. Er hat so viel getan für mich in der letzten Zeit. Mhm. Auch wenn es jetzt vielleicht gerade alles kacke ist und nervt. Mensch, es tut mir alles echt ein bisschen leid für dich, so. Das ist trotzdem meine Familie, ja. Mhm. Magst du mir? Ja. Ja. Dankeschön. Du arbeite ich nach Hause und ich kann dich ja auf der, in deiner Pause besuchen kommen, wenn du möchtest. Sehr gerne. Ja? Okay. Bis später. Pass auf dich auf. Ja, ja. Ein bisschen ranhalten, ne? Wir haben auf jeden Fall was zu tun, ordentlich. Mit der Bestellung war die soweit. Malte, kannst du das mal sein lassen? Hey? Ja. Ja, unhygienisch, Handschuhe, Handy die ganze Zeit und so mal. Kannst du mal aufhören, mir bitte die ganze Zeit Bilder aus Thailand zu schicken? Ich krieg da so ein bisschen Fernweh, muss ich ehrlich gestehen. Also, ciao. Bilder von Berlin würden mich jetzt gerade ein bisschen mehr abschrecken, war ich ehrlich. Ist das dein Ernst? Ja. Ich war es denn wirklich. Reicht doch langsam mit deinem verdammten Handy. Gar nicht. Ja, kann ich dich einfach später nochmal anrufen? Reicht jetzt. Bruno, ey. Ruf dich später an. Gib doch. Weg ist es. Gibst du mir mein Handy? Nein, tue ich nicht.
Das ist Diebstahl, ich hab mir mein Handy. Das ist kein Diebstahl, das ist Arbeitszeit, die du hier hast. Ja, und ich bin auch sonst die ganze Zeit da. Ich arbeite länger, ich mach dies, ich mach das. Komm, gib mir mein Handy zurück. Okay, wann denn machst du das? Hier oder was, wenn du hier am Rumpimmeln bist die ganze Zeit? Ja, eigentlich wäre ich gar nicht hier, weil ich krank bin. Sieht mal, wie krank du bist. Handy tickern und sagen, ja, ja, alles ist schön. Kann man auch gleich, wenn man krank ist. Das funktioniert noch, oder nicht? Man kann auch ein Handy benutzen, wenn man krank ist. Setz dich mal wieder auf deine vier Buchstaben und krieg das hin. Was soll das die ganze Zeit? Ja, Arbeit. Bei einer Pause kriegst du es wieder. Okay. So freche Sprüche brauche ich auch nicht. Tessa. Was war das? Nichts. Ich würde jetzt gerne mein Handy wieder haben. So, mal gucken. Ne? Hast recht. Schon glauben, da oben hängt eine Uhr. Den Müll kannst du aber noch rausbringen. Ich habe genau jetzt Pause und du bist ja so kleinkariert. Dann mach ich's nach der Pause. Ne? Hola! Hey, sorry. Wieso gehst du nicht an dein Telefon ran? Ich konnte nicht. Mir wurde das Handy weggenommen, als wären wir in der vierten Klasse. Lass uns das bitte einfach gehen. Ich will ich hab mega sein. Hunger. Hast du was Kleines zu snacken, um rumzufliegen? Ja. Bitte? Das ist ein Restaurant, ne? Sommerrolle? Vorne? Oh, geil, danke dir. Ist? Ja, auf jeden Fall. Kannst du beide nehmen? Nee. Ich esse erstmal die. Nee, ohne die Soße. Ja. Wahrscheinlich mit Erdnuss und dann. Hat sie jetzt komplett Alter, oder was? Zu, oder was? Was ist denn das? Vor dem Gästen am Rummachen? Na und? Die Gäste machen auch rum, ist doch scheißegal. Eine Bestellung klauen geht auch, oder was? Ich hab 100 Stück vorbereitet. Hol eine frische, die liegt dir schon seit 10 Minuten. Ich dachte, du bist krank. Wir sind Boxer, dann? Gutes Immunsystem, Mann, was... Alter! Was ist los mit dir, Mann? Was ist los mit dir? Drehst du jetzt komplett durch? Digga, weißt du was? Ich gehe und dann nehme ich mir für den restlichen Tag heute frei. Hier. Wenn du jetzt gehst, musst du gar nicht mehr wiederkommen. Kommt ja auch vielleicht nicht. Ciao, Kakao. Überleg dir das genau. Ihr braucht mich. Und das weißt du. Und Joe würde mich auch gar nicht gehen lassen. Werden wir sehen. Ja, werden wir sehen. Der Herr? Ja, ich weiß. Das war jetzt nicht die feine Art von mir. Aber gerade vor Indira muss ich das jetzt durchziehen. Außerdem ist Bruno doch selber schuld, dass ich keinen Bock mehr habe, hier zu arbeiten. So wie der mich andauernd ankackt. Oh, was sag ich mit Johnny? Kämpft er noch? Nein, keine Ahnung. Das hat Locky gemacht. Müsstest du jetzt mich übrigens öfter mal in der Mittagspause abholen? Ja, voll gerne. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. So, da ist er. Den Weg kannst du dir sparen. Hey. So. Was soll ich einkaufen? Du bist gekündigt. Ja, komm, Bruno. Das war kein Witz. Ja, was glaubst du denn? Du hast mich hier verarschen lassen die ganze Zeit? Hör mal auf jetzt. Und auf der Nase rumtanzen? Ich glaub dir, das war's. Es war... Ja. Ist vorbei, ich brauche eine Küchenhilfe, auf die ich mich verlassen kann. Das geht bei dir anscheinend nicht. Kannst gehen. Ich hab zu tun auf jeden Fall. Du weißt, was bei mir da alles dran hängt. Das, was ich hier gesagt habe, war nur Floskeln, Mann. Es tut mir leid. Ich bin doch hier. Ich bin auch pünktlich hier. Du weißt, ich komme meiner Arbeit immer nach. Das war unpassend. Ja, okay. Aber jetzt lass mich bitte dir helfen in der Küche, so wie sonst auch. Ist vorbei. Ihnen noch einen schönen Abend. Das kann ich dein Ernst sein jetzt? Das sind die Konsequenzen, die du nur mal zu tragen hast. Ist nicht mehr witzig, ne? Na, du bist auch ein richtiger... Ich will das von... Indira... So musst du nicht fragen. Der ist gerade beschäftigt, der ist im Lager und der weiß Bescheid. Die Klamotten kannst du mir in der WG geben. Ist jetzt nicht dein Ernst? Doch. Du kannst gehen. Hast du dir selbst verbockt? Nicht ich. Mach jetzt den Stair auf oder was? Ihr könnt gehen.
Scheiße. Fuck, Mann, das kann doch nicht sein Ernst sein. Will Bruno echt, dass ich jetzt in den Knast wandere, weil ich den Job verloren habe oder was? Und Joe ist jetzt auch noch fein damit? Komm, lass reinhauen. Was willst du denn hier jetzt noch rumstehen? Komm, Migi, hauen ab. So, letzten Gäste raus, Feierabend. Naja. Jetzt erzähl mal, ich habe vorhin ja am Rande das nur mitbekommen mit Malte und ich wollte vor den Gästen auch nichts sagen, dass nicht das irgendwie, dass es hier eskaliert oder Stress gibt. Was ist nun genau passiert? Du hast ihn für heute quasi rausgefeuert. Du hast offensichtlich wirklich nur die Hälfte mitgekriegt. Ich habe ihn nicht für heute rausgeschmissen, ich habe ihn gekündigt. Ey, dein Ernst, Bruno, wenn ich gewusst hätte, dass er so stark eskaliert, wäre ich dazwischen gegangen. Du kannst den Jungen doch nicht kündigen. Dann offensichtlich ja schon. Ich wusste, dass dir das nicht gefällt. Ja, aber das ist jetzt, der benimmt sich wie der letzte Affe. Was soll das die ganze Zeit? Ein bisschen respektlos, okay, wenn du einen schlechten Tag hast. Ja. Alles klar, aber die ganze Zeit nonstop? Der Junge hat Bewährung. Du weißt, was das bedeutet, wenn er keinen Job hat. Ja, und jetzt bin ich dein Sozialhelfer geworden, oder was? Das habe ich doch nicht gesagt. Der benimmt sich hier. Der allerletzte Vollidiot. Wenn er denn mal da ist, dann macht er die ganze Zeit nur blau. Guck mal, was mache ich hier schon? Weißt du, mir vergeht sogar richtig schon die Lust an der ganzen Arbeit. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Dann klaut der hier auch noch Essen. Knutscht mit seinem Sozialfall da noch vor den Gästen rum. Was soll denn die Scheiße? Ja, funktioniert nicht. Wenn Katie und Jonas nicht letztens da gewesen, dann wäre ich richtig am Arsch gewesen. Und nur weil der werte Herr Probleme hat in seinem Leben. Wow, hab ich auch. Ich versuch dich ja zu verstehen. Ja. Aber der Junge braucht halt mehrere Chancen. Mann, ey, der war doch auf dem besten Weg gerade. Wie viele Chancen soll er denn noch kriegen? Von mir kriegt er keine. Bruno, pass auf. Kompromiss. Ich rede noch mal mit ihm und dann... Okay? Red mit ihm. Mach. Tu. Kann nicht wahr sein. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Die nennen sich Familie, wollen mir die ganze Zeit eintrichtern, dass wir alle zusammengehören und dann schicken die mich in den Knast. Ich check es nicht. Ich stand die ganze Zeit hinter Bruno, die ganze Zeit, wo der abgestürzt ist. Der hat in der Küche gesoffen und ich habe seine Scheißarbeit übernommen. Und ich mach alles. Ich mach alles, was sie mir sagen, mach ich alles. Will ich noch mal mit Joe reden? Mit Joe? Ja, red doch noch mal. Meinst du die feige Sau, die gerade ins Lager gegangen ist? Mir es selber nicht ins Gesicht sagen konnte? Meinst du ihn? Ja, klar. Naja, Papa. Feige ist das. Feige. Ich weiß, dass ich nicht perfekt bin, aber ich habe alles für die getan. Ich wäre durch die Hölle gegangen für die. Ich bin durch die Hölle gegangen. Sascha hat Amelie angegriffen. Viele haben sonst was verloren und ich war da. Ich habe meine Familie beschützt. Mensch, Maltan, komm doch mit nach Thailand. Ich habe sie schon mal angeboten. Was hält dich hier? Anscheinend gar nichts mehr. Die schicken dich gerade in den Knast. Das wäre zu einfach. Wie, das wäre zu einfach? Das wäre nicht einfach. Ich bin nicht so. Ich würde gegen alle Bewährungsauflagen verstoßen. Und ich gehe nach Thailand Cocktails schürfen. Stopp doch mal. Wir würden beide gegen unsere Bewährungsauflagen verstoßen. Wir können nicht das verlangen. Wir können nicht einfach gehen. Mach dir da mal keinen Kopf. Ich regel das schon. Ich verstoße sowieso schon gegen alle Bewährungsauflagen. Na? Entweder Thailand und Neuanfang oder hier in Knast. Ich weiß, ich kann, ich bin nicht. Du fährst hier so oder so ein. Komm mit mir mit. Ich habe einen Plan. Hm? Also Thailand? Ja. Yes! Ab nach Thailand! Ab nach Thailand! Thailand! Du weißt schon, dass Thailand halt nicht gerade günstig werden wird. Was ist jetzt deine Vorstellung? Du sollst in die Kasse greifen und dir da Geld rausnehmen. Ich könnte jetzt einfach reingreifen. Einfach Indiras Plan durchziehen. Ich versichere dir, Emmy hat kein Problem mit dir.
Was ist mit Emmy? Orangensaft? Ja, was ist mit Emmy? Wir werden uns nicht zurückziehen. Ja, merke ich. Ne? Da Sie das offensichtlich nicht einsehen wollen, sehe ich mich leider gezwungen, die Polizei zu rufen. Ich habe in meinem Hausmeisterraum noch Ketten und Schlösser und die holen wir jetzt und ketten uns fest. Oh Mann, was ist denn jetzt schon wieder los bei dir? Ey, du bist völlig am Abdrehen gerade. Wisst ihr das da? Mann, ich muss Nuri einfach ein bisschen im Auge behalten. Hier, der Pfeil, der zeigt in die Richtung.